See the future become the present at the International CES Asia. For the first time in Asia, see the world's most forward-thinking entrepreneurs, brands and organizations in the Asian marketplace showcasing their innovations at CES Asia. Brought to you by the owners and producers of the International CES and co-organized by Intec Shanghai Trade Show and Exhibition Company. The inaugural CES Asia, featuring more than 200 exhibitors across 14 product categories, with 3 days of conference programming. Expect jaw-dropping technology and cutting-edge innovations across 20,000 gross square meters exhibit space. From the smart home to 3D printing, automotive, robotics, and wearables. Welcome to the 2015 International CES Asia, where you'll see tomorrow today. And be part of history with the launch of this premier inaugural event. Ladies and gentlemen, welcome to the Audi keynote at the 2015 International CES Asia. Welcome to Truth in Engineering. We will take you on an exciting journey, revealing our visions and ideas for the future of mobility. So fasten your seatbelts and enjoy. Only those brave enough to try something new can lay the foundation for something great. Only those who refuse to become discouraged can overcome what might seem to be insurmountable hurdles. Only those who have vision have what it takes to be pioneers. This instinct is in our DNA. It drives us to make possible what has never before been conceived, to make ideas immortal. This makes us pioneers. We have the courage to forge new paths. We have the imagination. We set high goals for ourselves, each day anew. Our cars are becoming ever more innovative, more efficient, and even lighter. The new Q7, for instance, weighs 325 kilograms less than its predecessor. That's a milestone in lightweight construction. This lightweight construction and the extreme efficiency of the drive concept have made us serial winner at the 24 Hours of Le Mans. The R18 e-tron Quattro features superior hybrid technology and unparalleled reliability. Strengths we are bringing from the racetrack onto the road. E-tron points the way for tomorrow's electromobility. G-tron is paving the way for a climate-neutral future through synthetic fuel. And with H-tron, Audi is opening the door to the hydrogen age. We are revolutionizing the interior and bringing the virtual cockpit to volume production. And we are connecting the car for the digital generation. Thanks to LTE, surfing the internet and communication are becoming even easier. Plus, we are setting milestones in piloted driving. Driving at top speeds on the racetracks. Cruising almost 1,000 kilometers over the highways of the United States. And guiding cars intelligently through the congested traffic of the megacity Shanghai. That's what we at Audi are working on in our worldwide development centers. Driving technologies forward and making ideas into groundbreaking innovations. Because we are pioneers. Because we are courageous. Because we're Audi. Hey Shanghai, are you excited? Hello Shanghai! Wie finden Sie das? Ja, Shannon!
Well, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Angela Chow und es freut mich sehr, Sie durch die Audi Keynote auf der allerersten internationalen CES Asia zu führen. Yes, very exciting. Für eine so innovative und wegbereitende Automobilmarke wie Audi ist das der richtige Ort. Ein visionäres Zusammentreffen von Innovatoren, der Erfinder, der Technologieliebhaber und Fachleute aus der ganzen Welt. Sie werden sicher zustimmen, die Mobilität ändert sich. Die ändert alles. Zunächst ging es darum, Orte und Menschen zu verbinden. Jetzt geht es auch darum, den Fahrer und das Fahrzeug zu verbinden mit der Umgebung des Fahrzeugs, der Verkehrsinfrastruktur und all den anderen vernetzten Elementen unseres Lebens. Getreu dem Motto Next Generation zeigt Audi ein Feuerwerk an Innovationen, stellt Zukunftslösungen in den Bereichen pilotiertes Fahren, Bedienkonzept, Infotainment, Konnektivität, Bedienung und Anzeige vor. In der heutigen Keynote-Veranstaltung bieten wir Ihnen äußerst wertvolle Einblicke und spannende neue Informationen zur Mobilität von morgen. Sind Sie bereit? Dann geht es jetzt auch los. Zunächst, meine Damen und Herren, der neue Audi Q7 e-tron Quattro. Und in ihm kommen zwei sehr wichtige Persönlichkeiten. Bitte begrüßen Sie Herrn Gary Shapiro, Präsident der Consumer Electronics Association, und Herrn Professor Rupert Stadler, den Vorstandsvorsitzenden der Audi AG. Meine Herren, ich begrüße Sie. Shanghai liebt Sie jetzt schon. Guten Tag. Guten Tag. Wir fühlen auch schon die Erwartung im Zugpunkt. Ich möchte beginnen mit Herrn Stadler. Was bedeutet der heutige Abend für Sie? Für die CES bedeutet der Schritt nach Asien den Beginn einer neuen Ära. Wir bei Audi sind auch in China zu Hause. Schon 1988 haben wir unser erstes Fahrzeug verkauft. Hier in China. Heute ist China unser größter Einzelmarkt weltweit. Und natürlich sind wir stolz darauf. Geben Sie jederzeit Ihren Applaus. Bitte schön. Mr. Shapiro, das ist natürlich ein bedeutender Schritt für die CES. Was hat Sie dazu gebracht? Das war eine große Entscheidung und zum Teil wollten die Unternehmen das ganz einfach. Wir waren letztes Jahr in Las Vegas, aber hier liebt man wirklich die Unterhaltungselektronik. Asien ist ein boomender Markt für Digitalgeräte. Und Shanghai ist natürlich die Stadt der Zukunft. Und die CES Asia ist auf jeden Fall eine große Veranstaltung. Absolut, ganz entscheidend für die Unterhaltungselektronik. Wir zeigen die ganze Breite und Tiefe der Technologie. Alles vom Automobilbereich über grüne Technologien, 3D-Druck, Robotik und noch eine ganze Menge mehr. Mann, oh Mann, das ist eine Menge. Und Herr Stadler, wie kommt das? Eine Automobilmarke veranstaltet die Keynote einer Messe für Unterhaltungselektronik. Nun, ein Premium-Fahrzeug ist letztlich das größte Mobilgerät. Wir bei Audi waren der erste Premium-Autohersteller, der sich 2011 bei der CES in Las Vegas beteiligt hat. Seitdem haben wir immer wieder gezeigt, wie viel unsere Fahrzeuge mit der dynamischen Entwicklung der Elektronikindustrie zu tun haben. Es ist wie bei einem spannenden Buch. Man möchte immer wissen, was als nächstes kommt. Und heute erwarten wir auch wieder automobile Innovationen von Audi. Mr. Shapiro, Sie freuen sich also. Und wir können jetzt erst einmal zuhören, der Master Keynote von Herrn Professor Rupert Stadler. Wir möchten alle gerne hören,
wie der Vorstandsvorsitzende von Audi die Zukunft der Marke im digitalen Zeitalter sieht. Sehr geehrte Damen und Herren, noch nie in der fast 130-jährigen Geschichte des Automobils hat sich unsere Branche so rasant und so tiefgreifend verändert wie heute. Wie wir unsere Fahrzeuge entwickeln, wie wir sie produzieren, wie wir ein neues Modell vorstellen, wo wir es verkaufen, wem wir unsere Fahrzeuge verkaufen und mit wem wir in Zukunft zusammenarbeiten. Es steht ganz außer Frage, wie wir unsere Fahrzeuge entwickeln, folgt heute ganz anderen Regeln als etwa vor 27 Jahren, als wir in den Markt China eingetreten sind. Nachhaltigkeit ist eins der neuen Hauptmotive für unsere Entwickler. Deswegen entwickeln wir neue Antriebstechnologien. Sie entsprechen den CO2-Vorschriften, wobei die Emissionen drastisch reduziert werden, vom Plug-in-Hybriden bis zum Elektrofahrzeug. Eine weitere Triebfeder ist die Digitalisierung. Deswegen sind wir heute hier. Das neue Auto ist viel mehr als nur Hardware. Es ist eine Schnittstelle zwischen dem Fahrer und seinem digitalen Lebensstil, zwischen den Fahrzeugsystemen und der Infrastruktur, der Verkehrsinfrastruktur und schließlich zwischen unserem Kunden und uns. Ich habe schon zu Anfang darauf hingewiesen, tiefgreifend verändern wir auch die Art und Weise, wie wir unsere Autos herstellen. Wir führen in unseren Smart Factories ganz neue Produktionstechnologien ein. Unter anderem sind das ein voll digitaler Workflow, der Einsatz von 3D-Druckern bei bestimmten Teilen und eine neue Benutzer kooperierende Roboter. Wir haben auch unseren Virtual Showroom Audi City in Beijing eröffnet 2013. Es handelt sich um einen Showroom, in dem es fast überhaupt keine Autos gibt. In dieser digitalen Traumfabrik sehen Sie Ihren Traumwagen auf einem Großbildschirm, den wir Powerwall nennen. Sie individualisieren jedes Detail mit Körperbewegungen und Gesten. Auch wo wir unsere Autos verkaufen, hat sich geändert. Nationale Marken sind zu globalen geworden, andere sind verschwunden. Vor 20 Jahren ging nur eins von 10 Autofahrzeugen, 10%, nach außerhalb Europas. Heute sind das 60%, die international ausgeliefert werden. Eine globale Geschäftstätigkeit in diesem Ausmaß wäre vor dem digitalen Zeitalter gar nicht möglich gewesen. Auch wem wir unsere Fahrzeuge verkaufen, hat sich geändert. Menschen mit einem modernen Lebensstil wollen mehr als nur ein Auto. Sie wollen eine echte Lösung. Nehmen Sie ein heutiges Smartphone. Das ist viel mehr als früher ein Handy. Manchmal vergessen wir sogar, dass wir damit auch einfach telefonieren können. Die neue Generation erwartet Allround-Angebote. Deswegen ist ein neuer Audi so leistungsfähig. Ein Auto voller Lösungen. Und schließlich, mit wem wir zusammenarbeiten, auch das ändert sich dramatisch. Die Automobilhersteller treffen auf neue Marktteilnehmer aus der digitalen Welt. Software- und Hardwarefirmen, die über Nacht mit neuen Ideen für neue Fahrzeugkonzepte kommen. Suchmaschinen mit mobilen Add-ons, Dateneigner wie die Anbieter digitaler Landkarten, App-Anbieter und Anbieter neuer Mobilitätsdienste. Einige werden zu Kooperationspartnern, andere ganz sicher sind Konkurrenten. Wenn ich gefragt werde, wie lange ich glaube, dass diese Umbruchsphase anhält, ist meine Antwort klipp und klar. Der Wandel ist die neue Normalität. Er hört nicht mehr auf. Wir erleben eine digitale Revolution und ihre Auswirkungen kommen schneller und tiefgreifender als die der industriellen Revolution in Europa vor 150 Jahren. Keiner will mehr eine Straßenkarte auf Papier. Keiner braucht mehr ein riesen Konversationslexikon. Und niemand möchte mehr nach einer Telefonzelle suchen. Warum sollten wir auch? Wir können für das alles ein einziges digitales Gerät verwenden. Die Frage ist nicht mehr, ob wir einen digitalen Lebensstil wollen, sondern wie wir die digitale Zukunft gestalten. Es hängt alles davon ab,
welche Rolle wir einnehmen, verändert werden oder selbst den Wandel bestimmen. Als Premium-Marke sind wir die Ersten, die mit anderen Branchen sprechen, deren Tätigkeit sich jetzt ebenfalls auf die Individualmobilität auswirkt. Wir nehmen gewaltige Zukunftsinvestitionen vor, 24 Milliarden Euro bis 2019. Wir haben in unseren Belegschaften ganz neue Berufsbilder und neue Qualifikationen in der Elektrik, Elektronik, IT und Softwareentwicklung. Wir treten mit der Politik in Dialog über Standards, auf deren Grundlage die Vision einer Smart Society Wirklichkeit werden kann. Und wir sind bereit, Risiken einzugehen, denn wir glauben an die Chancen. Laut Weltgesundheitsorganisation verunglücken pro Jahr weltweit 1,2 Millionen Menschen tödlich auf der Straße. Und 9 von 10 Verkehrsunfällen geschehen durch menschliche Fehler. Das pilotierte Fahren hat das Potenzial, den Straßenverkehr sehr viel sicherer zu machen. Heute bekommen Sie auf dieser Bühne schon einen tieferen Einblick in diese Innovation. 2017 ist unsere neue Luxuslimousine, der Audi A8, auf der Straße, als erstes Serienfahrzeug mit pilotiertem Fahren. Und wenn Sie an den starken Verkehr in Pudong und Jiangming denken, wie können wir da das Arbeiten und das Leben in der Stadt verändern? Die Menschen in der Stadt haben nie genug Zeit. Zeit sparen muss also ganz oben auf der Agenda stehen. Zum Zweiten, Platz ist ein wertvolles Gut. Damit sorgfältig umzugehen hat hohe Priorität. Drittens, unsere Nachbarn in der Stadt sind anonym. Die neuen sozialen Netzwerke erfüllen das Bedürfnis, mit anderen in unserer Bezugsgruppe in Kontakt zu treten. Und viertens wollen auch diejenigen, die sehr gerne in der Stadt leben, saubere Luft, Grünbereiche und einen nachhaltigen Lebensstil. Deswegen definiert Audi intelligente Technologien, um Zeit zu sparen und entspannen zu können, wie das pilotierte Fahren, um die Raumnutzung zu optimieren, wie das pilotierte Parken, die Fahrer mit der digitalen Welt zu verbinden, wie die sichere Integration von E-Mail und sozialen Medien im Fahrzeug und um eine neue Form der Individualmobilität zu bieten, die nachhaltig ist und Spaß macht. Eine Reihe neu angetriebener Fahrzeuge haben wir auf unserer Roadmap. Darum soll es im Rest dieser Keynote gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt noch mehr. China Premiere of the all new Audi TT Coupe. Herren, and please also welcome member of the board, Premiere Sales and Marketing, Mr. Audi Luca De Meo. TT Coupe. Und begrüßen Sie bitte Herrn Luca De Meo. Good evening, ladies and gentlemen. This is also sehr geehrte Damen und Herren, auch für mich ist es eine Ehre, hier zu sein. Es bedeutet mir sehr viel, auf der allerersten CES Asia dabei zu sein. Heute Abend eröffnen wir ein neues Kapitel. Es geht um die Macht des Wandels, the power of change.
Wir sagen, das Auto wird größer als das Auto. Wie Herr Stadler schon gesagt hat, das Auto als größtes und schnellstes Mobilgerät. Wir haben da im Fahrzeug heute über 5000 Halbleiter-Bauelemente. Das Auto ist in der Lage, Daten zu senden und zu empfangen im Internet der Dinge, gehört also zu dieser wunderbaren vernetzten Welt. Ein Beispiel. Wir haben in Europa gemeinsam mit Amazon ein Pilotprojekt begonnen. Dabei bekommt der Audi-Kunde seine Online-Einkäufe in den Kofferraum seines Wagens geliefert. Ein großer Erfolg. Es funktioniert mit GPS und einem digitalen Einmalschlüssel für den Paketdienst. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Leistungsmerkmalen der digitalen Geräte auf vier Rädern, die wir bieten können. Denn das wird ein Must in der Zukunft sein. Es geht um die neuen Kundenerfahrungen, Erwartungen. Denn näher am Kunden sein, und zwar mehr als alle anderen, genau das verstehen wir unter Premium. Es ist für uns entscheidend zu verstehen, was die Audi-Fans schon morgen erwarten. Das machen wir auch mit unseren Trendscouts von der Audi Innovation Research hier in Beijing. Wir machen das natürlich mit Fachleuten aus verschiedenen Branchen. Die werden Sie wahrscheinlich auch auf der CES Asia in den kommenden Tagen kennenlernen. Und insbesondere machen wir das mit unserer starken Vertriebsorganisation mit 400 Händlern, die uns tägliches Feedback geben. Und diese Fähigkeit zuzuhören, auf den Kunden zu hören, die hat sich in den vergangenen 27 Jahren in eins umgesetzt. 3 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge seit unserem Markteintritt in China. 3 Millionen Momente des Vertrauens in unsere Marke. Das sind aber auch 3 Millionen Chancen für wertvolles Feedback zum Kunden. Kunden Erwartungen erfüllen, das sieht man auch in diesem wunderbaren TT mit seinem Virtual Cockpit. Dieses Audi Virtual Cockpit gibt Ihnen genau die Informationen, die Sie brauchen. Navigationskarten, Fahrinformationen oder Informationen von unseren elektronischen Assistenten, was auch immer Sie im jeweiligen Moment gerade haben möchten. Das gibt es in größeren Fahrzeugen in Zukunft, wie im Q7, aber auch in der Kompaktklasse. Denn Premium hängt nicht mehr von der Größe ab. Das sehen wir auch in China. In China ist der Premium-Kompaktmarkt sogar im Boom. Wir sind dabei führend. Wir haben 3 lokale Produkte und haben einen Zuwachs um 80% im ersten Quartal 2015. Wir erfahren auch von unseren Kunden, dass sie hoch-Hightech-affin sind. Ich persönlich mag die Science-Fiction gern. Da ist nichts zu verrückt, um wahr zu werden. Man kann zum Mond fliegen oder ein neues Haus oder Auto in 3D ausdrucken. Audi steht immer für visionäre Ideen, auch hier in China. Wir setzen den Trend. Ich bin überzeugt, dass wir das machen. Diesen Sommer bringen wir unseren A3 e-tron und den A6L e-tron Anfang nächsten Jahres. Beide Fahrzeuge ausgestattet mit Plug-in-Hybrid-Technologie. Genau die Technologie, die im Alltag in Megacities wie Shanghai gebraucht wird. Wir glauben, dass bis 2020 50% der Wertschöpfung auf neuen Technologien beruht. Das wird unsere Branche und nicht nur unsere Branche vollständig verändern. Ich finde das spannend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much, Mr. DeMeo. Vielen Dank, Herr DeMeo. That's what we believe in. Progressives Denken und auf Herausforderungen mit Innovation eingehen. Das ist Vorsprung durch Technik. Deswegen haben sich auch die Filmemacher häufig für Audi entschieden.
Audi-Fahrzeuge kommen in vielen Hollywood-Filmen vor. Sie erinnern sich an iRobot mit Will Smith in der Rolle des Polizisten, der gegen die Invasion der Roboter kämpft. Er hat einen Audi RSQ als Fahrzeug und da beginnt die Geschichte. Schauen wir uns das mal zunächst an. Meine Damen und Herren, Science Fiction live auf der Bühne, der Audi RSQ. Und wir haben Professor Ulrich Hackenberg, Vorstandsmitglied für technische Entwicklung. Willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, erinnern Sie sich an dieses ausgefallene Auto zu meiner Linken? Das ist natürlich eine Ikone des Designs, aber vor allem ist es ein Filmstar. 2004 war der Audi RSQ das erste Fahrzeug, das wir für einen Kinofilm entwickelt haben, mit großem Erfolg. Das sportliche Coupé für den Science-Fiction-Film iRobot war ein visionäres Konzept für ein Auto des Jahres 2035. Visionär und einmalig am RSQ war Folgendes: Es war der erste Audi, der Fähigkeiten des pilotierten Fahrens gezeigt hat. Hier einer meiner Lieblingsszenen in diesem spannenden Film. Das sagt Ihnen auch viel über pilotiertes Fahren. Der Audi RSQ fährt autonom in starkem, aber flüssigem Verkehr. Plötzlich wird das Fahrzeug von feindlichen Robotern massiv angegriffen. Will Smith in der Rolle des Polizisten will selbst das Steuer übernehmen. Wie alle Helden will er sein Fahrzeug in dieser kritischen Situation selbst steuern und beherrschen. Aber seine Beifahrerin vertraut ihm dabei nicht und sagt, nein, tu das nicht. Selbstfahren ist zu gefährlich. Und sie hat recht. In der nächsten Situation beschädigt er das Fahrzeug schon. Dieser Dialog ist eine tolle Lektion in Zukunftstechnologie. Zunächst einmal ist es manchmal besser, einem System die Kontrolle zu überlassen. Zweitens, es ist sicherer, es ist effizienter und bequemer, auch in Situationen, die weniger gefährlich sind als die aus dem Film. Und drittens, relax and rely. Die Technik ist stets zu Diensten und unterstützt sie. 2004 war das noch Science Fiction. Nur 10 Jahre später ist es Realität. Wir verbinden heute Fahrer, Fahrzeug und Umgebung auf intuitive Art. Unsere Fahrzeuge sind heute bereit zum pilotierten Fahren und pilotierten Parken. Das pilotierte Fahren ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir eine technische Vision in emotionale Premium-Produkte umsetzen, die die Kunden auf der ganzen Welt faszinieren. Als Innovationstreiber der Automobilindustrie verlassen wir uns auf eine bewährte Erfolgsformel. Bahnbrechende Lösungen plus Präzisionsentwicklung plus Partnerschaft mit den Besten. Wir tun uns zusammen mit den Führenden bei der Automobil- und Unterhaltungselektronik, bei Batteriesystemen, in Bildung und Forschung. Und wir stimmen dabei die Innovationszyklen dieser unterschiedlichen Branchen aufeinander ab. So bringen wir Innovation zum Vorteil unserer Kunden. Lassen Sie mich nur ein paar Beispiele geben, meine Damen und Herren. Anfang 2014 haben wir mit Google die Open Automotive Alliance initiiert, die die Android-Plattform ins Auto gebracht hat. Erst vor kurzem haben wir eine strategische Partnerschaft mit Cubic Telecom bekannt gegeben, einem Betreiber von mobilen virtuellen Netzen. Hier in China arbeiten wir zusammen mit Huawei, um den superschnellen LTE-Telekommunikationsstandard an chinesische Spezifikationen anzupassen. Und hier auf der CES Asia geben wir mit Stolz unsere Zusammenarbeit mit dem chinesischen Webdienstleister Baidu bekannt,
ein neuer bedeutender Schritt als Innovationsführer. Bei den Partnerschaften geht es auch um den Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Branchenverbänden und staatlichen Stellen weltweit. Dies ist die Grundlage für die Infrastruktur der zukünftigen Mobilität. Partnerschaft bedeutet auch enge Zusammenarbeit mit internationalen Forschungseinrichtungen. Ein entscheidender Bestandteil unserer Arbeit für die Mobilität der Zukunft ist unsere Zusammenarbeit mit 30 Universitäten weltweit. In China arbeiten wir an Konnektivitäts- und Effizienzthemen zusammen mit der Tongji-Universität, hier in Shanghai, mit der Tsinghua-Universität in Beijing und der South China University of Technology in Guangzhou. Und wir sind sehr erfreut über den Fortschritt unseres Research and Development Center in Beijing und den Innovationen, die wir von hier aus betreiben, insbesondere im Interesse unserer Kunden in Asien. Sprechen wir jetzt über die Innovationen, die sich aus all diesen Partnerschaften ergeben. Beleuchtung, Fahrerassistenzsysteme, Konnektivität, Bedienkonzept und pilotiertes Fahren. Da über 90% aller Innovationen im Automobil inzwischen aus der Elektronik kommen, haben wir vieles an Neuigkeiten zu vermelden. Und der Richtige, um Ihnen das vorzustellen, ist Ricky Hoody, der Leiter Entwicklung Elektrik-Elektronik der Audi AG. Ich möchte Herrn Hoody begrüßen. Er ist genau der Richtige, um Ihnen hier etwas mehr über die neuen Technologien zu sagen. Hello, sir. Thank you, Dr. Guten Tag und danke, Herr Professor Hackenberg. Ich begrüße Herrn Hoody. Wir haben viele Fragen für Sie. Zunächst einmal, wir wissen, Audi hat dieses Jahr ein neues Lichtassistenzzentrum eröffnet. In welcher Hinsicht wird die Beleuchtung dort weiterentwickelt? Bei Audi betrachten wir die Beleuchtungstechnik unter folgenden Blickwinkeln: Design, Ästhetik, Dynamik und natürlich Sicherheit. Die Beleuchtung der Zukunft reagiert intensiver auf Umweltbedingungen. Sie kommuniziert in vielfältiger Weise und erhöht die aktive Sicherheit. Die Matrix-LED-Beleuchtung wird weiterentwickelt zur Matrix-Laser-Technologie. Zusätzlich arbeiten wir an der Integration organischer LEDs, wo das Licht lebendig wird, in Bewegung gesetzt wird und neue Möglichkeiten des Ausdrucks und der Differenzierung bietet. Das klingt hochinteressant. Zur Differenzierung: Wie unterscheidet sich die Audi Connect-Dienste in Asien von denen auf dem europäischen Markt? Unsere Angebote in China sind umfassend und decken sich zum Teil mit denen in Europa. Ähnlich wie in Europa bieten wir die Point-of-Interest-Suche und Verkehrsinformationen online. Anders als in Europa sind zum Beispiel die Traffic-Minimaps im Navigationssystem. Diese Landkarten sind speziell für große Städte mit häufigen Staus und zeigen die Verkehrssituation in hoher Auflösung und mit farblicher Kennzeichnung, von grün bis rot. Ich verstehe, also eine schnelle und stabile Datenverbindung ist für solche Dienste nötig. Wie stellen Sie solche Verbindungen in China sicher? Gemeinsam mit Huawei entwickeln wir ein China-spezifisches LTE-Modul. Unsere Partner bei Huawei bringen ihre Erfahrungen und ihre fundierten Marktkenntnisse ein. Unser LTE-Modul unterstützt beide in China gängigen LTE-Standards und damit beide marktführenden Dienstanbieter, also China Mobile und China Unicom. Wir können also in der Zukunft einiges erwarten. Auf jeden Fall. Die Audi MMI Connect App wird gerade für China vorbereitet. Sie bietet zusätzliche Dienste über die Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug. Dazu gehören unter anderem personalisiertes Radio, Internetradio, POI Send-to-Car und ein Last-Mile-Navigation-Dienst. Außerdem werden wir unsere Zusammenarbeit mit Baidu intensivieren und unser Diensteangebot schnell ausweiten. Das ist interessant. Was können wir von dieser Partnerschaft erwarten? Mit Baidu als Partner integrieren wir Baidu CarLife und damit die beliebten Baidu-Apps in unseren Fahrzeugen. Es ist kompatibel mit, vergleichbar mit Apple CarPlay und Google Android Auto. CarLife sollte sowohl auf iOS als auch auf Android-Geräten laufen. Wir sind sicher, dass wir mit Baidu
eine starke Allianz für den Markt Asien bilden werden. Audi führt auch neue Leistungsmerkmale im Bereich Infotainment und Bedienkonzept mit hoher Geschwindigkeit auf dem Markt ein. Wie schaffen Sie das? Und was sind die nächsten Schritte? Wir führen unsere neuesten Innovationen einschließlich dem Audi Virtual Cockpit und dem Audi Tablet sowie dem Audi Smartphone Interface und 3D-Sound ein. All diese neuen Funktionen werden möglich durch einen revolutionären Ansatz in unserer Elektronikarchitektur. Deswegen haben wir die modulare Infotainment-Plattform eingeführt. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit NVIDIA ist Audi in der Lage, diese Technologien schnell im Auto zu integrieren und dabei im selben Innovationszyklus wie die Unterhaltungselektronik voranzugehen. Fantastisch. Was ist der Unterschied zwischen dem Audi-Tablet und einem konventionellen Tablet? Mit dem Audi-Tablet sind wir der erste Autohersteller, der eine vollkommen neue Generation von In-Car-Entertainment-Systemen geschaffen hat. Es ist speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert und entspricht allen Anforderungen zum Einsatz im Fahrzeug, zum Beispiel der Crash-Sicherheit. Für Asien haben wir den Baidu-Webbrowser und einen Baidu-App-Store integriert. Es gibt aber noch mehr. Entsprechend der Tradition zeigen wir wieder eine Premiere auf der CES. Parallel zur gegenwärtigen Markteinführung arbeiten wir bereits an einer neuen Gestensteuerung als Fortentwicklung. Dadurch wird es in Zukunft möglich, das Audi-Tablet auch bequem vom Sitz aus zu bedienen, ohne es aus der Sitzhalterung nehmen zu müssen. Touch-Steuerung, Spracheingabe und Gestensteuerung werden eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Bedieneroberfläche spielen. Letztes Thema für heute, Herr Hudi. Audi leistet außerordentlich bahnbrechende Arbeit im Bereich pilotiertes Fahren. Was muss technisch noch erreicht werden, bevor es in Serie geht? Der neue Audi Q7 bietet jetzt absolut alles, was gegenwärtig gesetzlich zusätzlich ist. Als nächstes werden zum voll pilotierten Fahren, also zum Fahren ohne jemals die Hände noch am Lenkrad zu haben, drei bedeutende technische Schritte gebraucht. Erstens, das Fahrzeug muss in der Lage sein, jede Situation sicher und zuverlässig mit Hilfe redundanter Sensoren rund um das Fahrzeug zu erkennen. Zweitens, das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät, CFAS, das können Sie auch heute hier sehen, interpretiert diese Informationen korrekt und nimmt sichere Entscheidungen mit Lichtgeschwindigkeit vor. Drittens, im Fahrzeug wird eine neue Sicherheitsarchitektur gebraucht. Damit überwachen sich Systeme und Funktionen gegenseitig und bestimmte Aktoren müssen redundant ausgeführt werden. Audi ist weltweit der führende Automobilhersteller, was die Serienproduktion von pilotiertem Fahren angeht. Und in der nächsten Generation des Audi A8 werden wir unseren Kunden dieses revolutionäre Leistungsmerkmal anbieten. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in die Automobilelektronik. Wir haben aber noch mehr. Als ich zunächst zur CES Asia kam, habe ich eigentlich nicht zunächst an Autos gedacht. Man spricht ja von Unterhaltungselektronik, aber man fragt sich dann, was hat Audi zu zeigen, welche Innovationen bringen sie nach Shanghai? Aber jetzt ist das ganz klar, vernetzte und intelligente Mobilität ist entscheidend für die Zukunft. Es ist schon erstaunlich zu sehen, wie die digitale Welt mit dem Fahrzeug zusammenwächst und diese Allianz bietet so viele Möglichkeiten und Potenziale. Aber bevor wir jetzt zum nächsten Highlight von Audi kommen, möchten wir Ihnen eine Minute zum Entspannen geben. Eine Minute entspannen bei Audi, das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht etwa wow hier wirklich sagen könnten.
Schauen Sie sich das mal an, Sie werden garantiert interessiert sein. Making the impossible possible. Das Unmögliche möglich machen. Die Gesetze der Schwerkraft überwinden. Meine Damen und Herren, jetzt begehen wir eine Weltpremiere. Hier ist der absolut neue Audi R8 e-tron Piloted Driving. Und bitte begrüßen Sie wieder das Mastermind hinter dieser ganzen fantastischen Technologie, Herr Dr. Ulrich Hackenberg, der das pilotierte Fahren auf ein ganz neues Niveau hebt, wie Sie hier am Audi R8 sehen. Bitte begrüßen Sie noch einmal Herrn Dr. Hackenberg. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der Audi R8 e-tron Piloted Driving, schönes Fahrzeug. 340 Kilowatt Leistung von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit 250 Kilometer pro Stunde. Elektrische Reichweite über 450 Kilometer. Schnelle Batterieladung. Die leistungsfähige Hochvoltbatterie beruht auf einer neuen Lithium-Ionen-Technik, die speziell für Batteriefahrzeuge entwickelt wurde. In Kombination mit einer optimierten Raumnutzung
und fortschrittlicher Zellentechnologie erreicht die Batteriekapazität ein neues Niveau von über 90 Kilowattstunden. Das sind hervorragende Nachrichten für unsere Kunden. Diese Batteriekapazität ermöglicht elektromobile Fernfahrten. Außerdem ist der Audi R8 e-tron ein echter Sportwagen, der echten Fahrspaß bietet. Zwei Elektromotoren an der Hinterachse des Audi R8 e-tron liefern eine Leistung von je 170 Kilowatt und ein eindrucksvolles Drehmoment von 460 Newtonmeter. Was nur beim batterieelektrischen Fahren möglich ist, das bullige Drehmoment steht von Anfang an zur Verfügung. Kurz gesagt, dieser Technologieträger ist ein Synonym für dynamische, effiziente und wettbewerbsfähige Elektromobilität. Außerdem ist er ein tolles Beispiel dafür, wie wir die gesamte Produktpalette von der Kompaktklasse bis zur Luxusklasse elektrifizieren. Als Ausblick in die Zukunft der alternativen Antriebe, wir planen in den kommenden Jahren in jeder Modellfamilie einen Plug-in-Hybriden zu haben. Anfang 2018 bringen wir ein batteriegetriebenes Sports Activity Vehicle mit einer Reichweite von über 500 Kilometer heraus. Die Hauptaussage für unsere Kunden: Unsere Effizienztechnologien sind bereit für die Serienproduktion und die Auslieferung an Kunden. Das Gleiche gilt für unsere heutige Flaggschiff-Technologie, das pilotierte Fahren. Audi ist der Pionier des pilotierten Fahrens und hat eine einmalige Erfolgsgeschichte. Genau bei der CES haben wir Geschichte geschrieben. Die gesamten Ergebnisse aus unseren neuesten Aktivitäten, wie zum Beispiel der pilotierten Testfahrt über ca. 900 Kilometer vom Silicon Valley nach Las Vegas, fließen entscheidend mit in die Entwicklung zur Serienreife ein. Audi ist der Pionier des pilotierten Fahrens und wir haben es auch ans physikalische Limit gebracht. Das haben wir 2014 auf dem Hockenheimring gezeigt, mit unserem pilotierten Konzeptfahrzeug und einer Geschwindigkeit von bis zu 240 Kilometer pro Stunde. Um zu zeigen, wie gut das pilotierte Fahren auch im dichten Verkehr von Shanghai funktioniert, freuen wir uns heute, eine Weltpremiere bei der CES ankündigen zu können. Internationale Medienvertreter werden in einem Audi A7 eine pilotierte Fahrt von 8 Kilometern vom Expo-Gelände zur Uferpromenade Bund erleben. Die Bewohner von Shanghai verbringen häufig bis zu 2 Stunden am Tag im Stau, ähnlich wie in anderen Megacities in China wie Chengdu oder Beijing. Dank der pilotierten Funktionen wird das Fahren in vieler Hinsicht sehr viel sicherer, angenehmer und effizienter. Das ist Technik, die sich um die Alltagsmobilität unserer Kunden kümmert. Und genau darum geht es uns auch bei Vorsprung durch Technik. Wir freuen uns auf eine anregende CES Asia. Die Messe ist eine weitere Wegmarke auf unserer Reise zur Mobilität der Zukunft. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Hakenberg. Wunderbar. Ich finde das toll. Während wir die Bühne für das Finale vorbereiten, möchte ich Ihnen von meiner Seite für Ihre freundliche Aufmerksamkeit danken. Für mich war das wie eine Reise in die Zukunft, in einer Zeitmaschine. Jetzt, meine Damen und Herren, die Schlussworte des Vorstandsvorsitzenden der Audi AG, Professor Rupert Stadler. Dankeschön. Vielen Dank. Geehrte Gäste, die digitale Revolution setzt sich auch in der Welt des Automobils durch. Und wir bei Audi sind dabei im Autobahntempo unterwegs. Diese beiden Fahrzeuge, der Audi Q7 e-tron und der R8 e-tron Piloted Driving, stehen für die neuesten Techniktrends in unserer Branche. Elektrifizierung des Antriebs, nahtlose Konnektivität, pilotiertes Fahren als Schlüsseltechnologie und kompromisslose Gebrauchstauglichkeit. Die Gebrauchstauglichkeit ist uns so wichtig wegen unserer Premium-Philosophie. Näher an den Kunden und deren Bedürfnissen sein als alle anderen. Wenn die halbe Wertschöpfung im Auto der Zukunft digital ist, ist es nur natürlich, dass wir uns mit den führenden Unternehmen der IT-Industrie zusammentun.
Wir stehen jetzt gemeinsam vor der Herausforderung, den Fluss von Big Data zu gestalten. Das Internet der Dinge wird den Datenverkehr bis 2030 verzehnfachen. Aus diesem Grund ist die chinesische Regierung mit ihrer neuen Internet-Plus-Strategie, die am Donnerstag angekündigt wurde, genau auf dem richtigen Weg. Es ist beabsichtigt, hunderte Milliarden Yuan zu investieren, um die Übertragungsraten zu erhöhen und den Breitbandanschluss im ganzen Land auszubauen. Internetzugang in über 14.000 Dörfern noch in diesem Jahr und Hochgeschwindigkeitsinternet mit 30 Megabyte pro Sekunde in den großen Städten. Als nächster Schritt stehen gemeinsame Anstrengungen an. Verbinden wir die richtigen Objekte miteinander mit der richtigen Logik. Schaffen wir eine Schwarmintelligenz mit enormem Einfluss auf unser Leben. Zurzeit wenden wir uns an die Megacities weltweit. Der Grundgedanke ist, standardisierte, intelligente Schnittstellen zwischen Bürgern, der Infrastruktur und dem Verkehr zu schaffen. In 15 Jahren lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Großstädten. Für Shanghai bedeutet das einen weiteren Zuwachs von 11 Millionen Einwohnern. Wichtig ist nun, 75% der städtischen Infrastruktur, die unsere Gesellschaft bis 2050 braucht, sind noch nicht gebaut. Das ist eine tolle Chance, denn wir können die Strukturen richtig gestalten. Alles ist dann im Fluss und ist miteinander synchronisiert. Und die Stadt der Zukunft gehört zu dieser vernetzten Welt. Das Fahrzeug der Zukunft ist Teil der vernetzten Welt und schließt sich an die intellektuellen, intelligenten Technologien an. Jetzt möchte ich Herrn Hackenberg, Herrn Hudi und natürlich Gary Shapiro noch bitten, zu einer Fotogelegenheit auf die Bühne zu kommen. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Morgen eröffnet die CES Asia. Wir laden Sie ein in Halle N2 zum Stand von Audi. Hier können Sie Vorsprung durch Technik entdecken und die Innovationen erfahren, die Sie gerade gesehen haben. Und wir möchten Sie auch zum Audi Tech Talk morgen um 9 Uhr einladen im Pudong Ballroom im Carey Hotel, gleich beim Ausstellungsgelände. Enjoy your evening and Audi at the 20th. Wünsche noch einen schönen Abend. CES Asia. Mit Audi auf der CES Asia 2015.